Willkommen in dieser Stadt erinnern. Das war eigentlich der Hintergrund für heute. Nichts ist so unsichtbar wie ein Denkmal, hat der Musil gesagt, ein oft zitiertes Zitat. Gleichzeitig sind Erinnerungspolitiken aber natürlich Machtpolitiken. Wer nämlich nicht vorkommt in diesen Statuen und in diesen Erinnerungszeichen, Mahnmalen, die in der Stadt herumstehen, die regen sich schon auf. Und dass sie sich aufregen, das merkt man an, also das, warum regen sie sich auf? Weil gleichzeitig, wer nicht vorkommt in den Erinnerungsmalen, in den Denkmälern, gehört auch nicht zur Identität der Stadt, ist nicht Teil dieser Stadt, macht nicht die Geschichte dieser Stadt. Und natürlich wollen alle, die hier leben, auch Teil dieser Stadt sein. Das wäre ja auch im Sinne eines demokratischen Denkmals. Wie schlimm Denkmäler Emotionen auslösen können, das hat man nicht zuletzt gesehen bei Black Lives Matter, wo an verschiedenen Stellen während einer Demonstration Leute gekommen sind und alte Statuen, die vorher viele gar nicht wahrgenommen haben, umgeschmissen, zerstört oder zum Zerstören versucht haben und damit natürlich auch diesen Machtdiskurs noch einmal stärker gemacht haben. Plötzlich war klar, dass diese Statue nicht nur dasteht, weil sie schön ist und attraktiv, sondern weil das schon auch eine Repräsentation der mächtigen Elite dieser Gesellschaft ist. Und was bedeutet das? Was also bedeutet Denkmalkultur? Darum haben wir uns heute hier getroffen. Der Titel, den wir gesucht haben, war Erinnerungskultur Reloaded, weil die alten Repräsentationen aus dem 19. Jahrhundert kommen uns nicht mehr ganz attraktiv vor. Eigentlich haben wir das Gefühl, irgendwie muss man das anders machen, aber wie genau, das wissen wir noch nicht genau. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig, heute drei tolle Rednerinnen und Redner hier zu haben, die ein paar Ideen zu einer demokratischen Erinnerungspolitik bringen. Das ist Tanja Schuld. Ihr dürft jetzt schon mal klatschen, Tanja Schuld. Das ist Tim Kohl. Und das ist Carla Podaviglia. Und ich möchte nur sagen, das sind zwei internationale Gäste und die Carla hat auch viel Erfahrungen, auch nicht nur in Wien gemacht. Das freut mich sehr, weil ich glaube, es ist gerade wichtig, dass wir mit Augen von Leuten nur, die hier immer nur hier in Wien sozialisiert als Wiener sind, auf die Denkmäler schauen. Deshalb war mir dieser heutige Abend Nachmittag sehr wichtig. So, jetzt muss ich meine Karten ein bisschen vorbereiten, weil wie das so ist, habe ich natürlich frei gesprochen und bin jetzt wo ganz anders. So, was ich gleich zu Anfang sagen muss, leider Elke Krasny, die auch heute hier hätte sprechen sollen, ist an Covid erkrankt. Wir haben bis Montag gehofft, dass sie doch kommen wird, aber sie kann nicht, sie hat absagen müssen. Aber die Idee ist schon, dass die heutige Veranstaltung ein Auftakt ist, dass wir weiter über Erinnerungskultur sprechen und weiter gemeinsam darüber reden, wie können wir eine demokratische, eine aktuelle Erinnerungskultur auch innerhalb der Grünen, aber nicht nur innerhalb der Grünen, weitertragen. Und ich denke, wir werden weitere Veranstaltungen haben, wo wir auch Elke Krasny zu Wort kommen lassen, für alle, die heute jetzt traurig sind, dass sie nicht gekommen ist. So, Tanja, du darfst jetzt gleich beginnen. Was soll ich zu Tanja Schuld sagen? Tanja Schuld ist aus Schweden zu uns gekommen. Danke für die lange Anreise. Aber Tanja Schuld hat auch vorher schon eine Zeit lang hier in Wien recherchiert, gearbeitet und ein eigenes Buch über Denkmäler geschrieben, nämlich über Was denkt das Denkmal, hat sie präsentiert. Aber eigentlich recherchiert sie auch über moderne Identitäten, welche Diskurse können über Denkmäler heute in einer demokratischen Gesellschaft geführt werden. Was sie da genau herausfindet, das wird sie uns jetzt sagen. Danke, Tanja, dass du gekommen bist. Ihr müsst vorsichtig sein mit dem Mikrofon, das dort. Okay, aber es scheint ein bisschen sensibel zu sein. Okay, wie alles in der Welt heutzutage. Okay, vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung. Denkmäler in Demokratien, demokratische Denkmäler.
zu sagen und jetzt wird das nicht in meine Zeit eingerechnet. Okay. Also nochmal, herzlichen Dank für die Einladung. Der Titel meines Vortrags, Denkmäler in Demokratien, demokratische Denkmäler, warum überhaupt diese Unterscheidung, könnte man sich fragen, weil für mich sind das zwei verschiedene Dinge. In den heutigen Demokratien müssen wir ja mit dem leben, was wir auf uns gekommen ist, was wir ererbt haben. Und wie das ja die ganzen Denkmaldebatten und wie Ursula schon gesagt hat, Black Lives Matter zeigt, ist das nicht immer einfach. Die Gesellschaften haben sich gewandelt, aber die Stadträume spiegeln diesen Wandel nicht adäquat wider. Was heute aber grundsätzlich anders ist als bei Denkmalstürzen der vergangenen Epochen, also Bilderstürme, Französische Revolution 1989, ist, dass wir nicht ein Regime stürzen wollen. Warum gibt es diese Proteste? Weil die Demokratien sollen demokratischer werden. Und das ist genau deshalb, warum ich Veranstaltungen wie diese so begrüße, weil sich hier ja ein etwas fundamental Interessantes für Politiker zeigt. Also es geht nicht darum, sie zu ersetzen, sondern es geht darum, die Gesellschaften demokratischer zu machen. Denkmäler in Demokratien beinhaltet also die Frage, was tun wir mit dem Nachlass, mit den Sachen, die auf uns gekommen sind, verwalten, erhalten, hinterfragen, kontextualisieren, all das natürlich. Aber eben, was machen wir mit all dem, was nie erzählt wurde, was sich einfach im Stadtbild gar nicht abgespiegelt hat und was nie Platz bekam in der Geschichtsschreibung. Temporär kann das vielleicht geschehen, so wie bei Thomas Geigers Bus-Talks. Das ersetzt aber nicht eine andere Form von Erinnerungskultur. Die Denkmäler, die da heute stehen, die transportieren zu einem großen Teil auch Werte, die den demokratischen fundamental entgegenstehen. Neue Denkmäler haben es also erst einmal überhaupt schwer, Platz zu finden. Tabula rasa, das ist mitunter eine adäquate Antwort auf Verherrlichung von Sklavenhaltern oder verdrehten Geschichtsbildern. Denn Denkmäler sind erstmal visuelle und materielle Zeichen, die durch die Aufstellung im öffentlichen Raum auch Deutungshoheit bekommen, über die Vergangenheit, aber natürlich auch Einfluss nehmen können auf heutige und zukünftige Generationen. Tabula rasa ist aber nicht die Regel, das ist die Ausnahme immer noch. Selten werden umstrittene Denkmäler abgeräumt. Während Frauen das Korsett ablegen konnten, sind unsere Stadträume immer noch sehr verhaftet Wertvorstellungen, die wir eigentlich im Grunde oft ablehnen. Dabei ist eins für mich sehr wichtig zu erinnern. Das bürgerliche Denkmal, das uns so stört, war einmal ein emanzipatorischer Akt. Das vergessen wir manchmal heute. Okay, da geht es um Männer, da geht es um weiße Männer, aber da geht es eben nicht mehr um denjenigen, der adlig in eine Position geboren wurde, sondern es geht darum, die Dichter und Denker oder den besten Bäcker der Stadt durch ein Denkmal zu ehren. Und das ist erstmal eine neue Werteordnung, die etabliert wird. Und das ist eigentlich sehr interessant. Die waren oft an die Idee der Nation geknüpft und es ging dann immer noch darum, natürlich sich irgendwie für das Gemeinwohl einzubringen. Und was wir heute unter Gemeinwohl oder Verdienst verstehen, ist grundsätzlich etwas anderes. Aber das, denke ich, ist erst einmal wichtig zu verstehen, dass das auch eine emanzipatorische Bewegung war. Das hat nicht gereicht, das reicht uns nicht und vieles daran stört uns heute, aber das ist wichtig zu verstehen, weil das auch zum Beispiel Denkmäler sind, die von unten gewachsen sind. Sie wurden durch Einsammlung von Geld legitimiert und so weiter. Das Problem, was wir dabei haben, ist, dass die Stadtplanung des 19. Jahrhunderts eben so funktionierte, diese Städte wuchsen sehr schnell, es wurden diese Stadtplätze geschaffen und da gehörte ein Denkmal dazu. Es war auch plötzlich so, dass man einfach das Geld hatte, diese Sachen zu produzieren. So, wir haben also eine inflationäre Besetzung des öffentlichen Raums mit immer dem gleichen Denkmaltypus. Und was eigentlich da auf uns gekommen ist, ist das ist ein Beispiel aus Stockholm, aber dieses typische Idee von einem Wissenschaftler, der in antiker Rube dargestellt wird. Dann haben wir diese Achtungszone, oft eine Absperrung, dieses Blumenrabatt, den Pedestal und da oben, larger than life, dieser Mensch. Und die funktionieren überhaupt nur, indem wir zurücktreten. Wenn wir zu nah dran sind, wir können das nicht berühren oder so, sondern wir müssen eigentlich zurücktreten, um dann diesen Menschen, diesen Mann ja meistens eben anzubeten. Und
Das sind auch ein bisschen ein Problem, weil die so viel aus Marmor und Bronze für die Ewigkeit errichtet werden, die haben so einen Anspruch. Also wir sind hier, um zu bleiben. Wir haben Bleiberecht. Wir verkörpern sehr viel. Mein Hauptproblem damit ist, dass diese Denkmäler das Verständnis von dem, was ein Denkmal ist, weiter prägen, bis heute. Wenn ich Menschen getroffen habe, um über das Deserteursdenkmal zu reden, dann haben die Menschen ganz große Schwierigkeiten, da hochzugehen. Das hat verschiedene Gründe, aber das ist vor allen Dingen durch diesen inflationären Gebrauch des immer gleichen Denkmaltypus, in dem wir also schon gewohnt sind, wie wir uns am Denkmal verhalten, haben wir es schwer, da hinaufzugehen und dann hier das, was vom Künstler intendiert ist, dieses Denkmal wahrzunehmen. Denn das erschließt sich ja erst, wenn ich selber die Rolle des Reiterstandbilds oder des Mannes einnehme und auf dem Denkmal stehe. Ich komme nochmal zurück zu diesem Denkmal. Dies ist ein wirklich bahnbrechendes Denkmal, das einem ganz anderen Gedanken von Helden oder demokratischer Mitbürgerschaft Ausdruck verleiht. Also, wir müssen da grundsätzlich eigentlich etwas ändern, wie wir uns dem Denkmal nähern. Ich würde mir gerne etwas wünschen, beim Weltmuseum Wien war vor kurzem die Ausstellung Unlearn Racism, also ich würde mir gerne etwas Ähnliches für die Denkmalkultur wünschen und das ist eigentlich verwunderlich, weil in den letzten 40 Jahren ist so viel passiert in der Denkmalkultur, dass es immer noch verwundert, dass diese alten Sachen so nachhängen. Ich denke, da brauchen wir noch einiges an Vermittlungsarbeit und zudem ist es natürlich so, dass das Genre auch missbraucht wurde zwischen im Nationalsozialismus, Kommunismus und so weiter. Aber all das hat das Genre diskreditiert, aber es hat es auch nicht unbedingt sexy gemacht, diesen ewig gleichen Typus wieder anzusehen. Ich als Kunsthistorikerin glaube aber, dass die Form auch irgendein Interesse wecken muss, damit es überhaupt seiner Funktion des Erinnerns gerecht werden kann. Wenn ich nicht hingucke, kann ich nichts erinnern. Das ist das gleiche Prinzip wie mit Werbung. Was die Demokratie aber auszeichnet, ist, dass sie mit den Männern da nicht sich begnügt. Also sie fragt immer, und was jetzt? Wenn die Männer geehrt wurden, wo bleiben die Frauen? In der Demokratie gibt es keinen Stillstand. Status quo ist das Ende der Demokratie. Es muss sich weiterentwickeln und wir müssen dem Denkmal auch entwickeln, dass es neue Inhalte bietet und auch neue Formen hat. Einige der Denkmalsetzungen kommen recht traditionell daher, also es sind dann Frauen, die geehrt werden, Suffragetten und so weiter. Aber wie gesagt, für mich ist es problematisch, wenn das alte Formvokabular wiederverwendet wird, ganz einfach, weil darin eben auch Werte transportiert werden. Aber ich kann verstehen, warum man das macht, dass man sich diese tradierte Formsprache aneignet und damit auch einen Anspruch proklamiert auf gleichwertige Anerkennung. Ich finde es natürlich mutiger, wenn man neue Formen erprobt. Das kennen Sie aus Wien in verschiedenen Formen. Die gehen nicht immer auf. Das ist manchmal so, die werden übersehen. Die werden noch nicht als Denkmal wahrgenommen. Da mag auch mal irgendwas nicht stimmen. Wir mögen nicht alles davon sagen, super, ganz tolle Denkmäler. Aber es ist ein Weg in die richtige Richtung, was Neues zu probieren. Denkmäler sind immer didaktisch, aber die Frage ist, wie können sie auch für die Demokratie nutzbar gemacht werden? Sie werden für demokratische Mobilmachung durchaus genutzt, wie das Deine Stele-Projekt des Zentrums für politische Schönheit. Da hat man dem AfD-Vertreter Bernd Höcke vor sein Haus in Bornhagen in Thüringen das Denkmal aus Berlin en miniature in Vorgarten, also in das angrenzende Nachbargrundstück gesetzt. Er hatte ja das Eisenmannsdenkmal als Denkmal der Schande bezeichnet. Und dann hat man ihm also sozusagen gesagt, so jetzt jedes Mal, wenn du Kaffee trinkst und aus deinem Küchenfenster schaust, dann schaust du auf eine Wiederholung und kannst dich an die von Deutschen verübten Verbrechen erinnern. Dieses Projekt ist auch von Fundraising gefördert, also es zeigt damit auch wiederum eine breite Unterstützung, deshalb gibt es das seit 7 Jahren. Und es ist natürlich aktiv eine Begegnung derer, die versuchen, die Demokratie mit demokratischen Mitteln zu enthebeln, etwas entgegenzustellen. Ob es immer funktioniert, es ist ein Versuch. Eine andere Form, das Denkmal nutzbar zu machen, kommt aus den USA, ein sehr spannendes Denkmal, wirklich ein Meilenstein in der Denkmalkultur. Von der Equal Justice Initiative, die arbeitet eigentlich gegen die Abschaffung der Todesstrafe, aber hat sich die Denkmalkultur zunutze gemacht, um auch daran zu erinnern, was die Folgen bis heute von
ehemaliger Sklavenhaltung bis heute für die Gesellschaften eigentlich hat. Und das will sie, will damit ganz bewusst auch die amerikanische Gedenklandschaft umgestalten. Das Interessante daran, man trifft also diesen Mies van der Rohe-Pavillon, quasi sieht man dort, man sieht zuerst die Stelen auf Augenhöhe, sieht die Namen der Lynch-Opfer und umso weiter man durch den Pavillon schreitet, dann sieht man die irgendwann über sich hängen, sodass es aussieht wie die Körper der Menschen, die in Bäumen aufgehängt wurden. Es ist sehr eindrucksvoll, aber wenn man heraustritt, sieht man die Duplikate. Also das Denkmal gibt es zweimal. Draußen sieht es aus wie Särge, die warten darauf, abgeholt zu werden. Und zwar von den Gemeinden, wo einmal ein Lynchmord begangen wurde und dort dann aufrecht aufgestellt. Also dieses Denkmal setzt darauf, dass es eine breite Aufarbeitung gibt in den USA, wo ganz viele verschiedene Initiativen mit teilnehmen müssen. Und zeigt damit auch, ein Denkmal allein reicht natürlich nie. Es braucht Zeit, um Aufarbeitung und gesellschaftliche Veränderung zu bewirken. Ganz kurz zusammengefasst, das ist das, also, was wir brauchen. Wir brauchen eine neue Verständnis von Denkmalkultur. Wir müssen natürlich damit umgehen. Wir brauchen neue Themen, wir brauchen eine neue Formensprache. Aber jetzt fragt ihr euch, was ist nun das demokratische Denkmal? Wie sieht das aus? Und natürlich gibt es kein einzelnes Geheimrezept dafür, weder was es beinhaltet, noch wie es aussieht. Das würde dem Wesen der Demokratie fundamental entgegenstehen. Wir sollten eher begrüßen, dass es verschiedene Themen gibt und verschiedene Formen. Das kann alles sein, von abstrakt bis figurativ. Das ist nicht ausgedient, sondern es geht eigentlich mehr um, wie man sich dem Denkmal nähert. Und auch da sollten wir eine Vielfalt zulassen. Raoul Wallenberg, ein alter Bekannter von mir, ich hoffe, Ihnen vertraut. Es geht einfach darum, dass es dafür sehr, sehr viele verschiedene Lösungen gibt, den ein und denselben Menschen zu ehren. Und das Interessante, was ich ganz kurz zeigen will durch zwei Beispiele, ist, wie unterschiedlich man sich der Betrachterin nähert. Also, Philip Jacksons Wallenberg-Denkmal in London ist so eine Art Geschichtslektion. Da ist alles Wissen, was man braucht, ist im Denkmal verankert. Symbolik, man geht um das Denkmal herum, es gibt Text, der integriert ist. Also solange man sehen kann und solange man Englisch kann, kann sich dieses Denkmal Menschen ohne Geschichtskenntnisse erschließen. Das funktioniert gut, das ist handwerklich gut gemacht. Das ist eine Form eines Denkmals. Etwas ganz anderes bietet Kirsten Ortwedt in Stockholm an, wo sie die Vorstellung davon, was ein Denkmal und was ein Held ist, fundamental wirklich auf den Kopf stellt. Also anstelle dieser Anbetung haben wir diese Skulpturen auf den Boden, wir haben ein abstraktes Werk und man muss als emanzipierter Betrachter auch ganz viel selber leisten. Also entweder bist du, das ist ja auch was, wie die Demokratie funktioniert. Wir brauchen ja Menschen, die engagiert sind, die auch mal was lesen, sich aneignen, aber hier musst du dich vielleicht auch emotional drauf einlassen, auf die Umgebung, auf die Synagoge und auf die Bucht, die also als Metapher für Freiheit funktioniert und all das selber mitbringen in das Lesen des Werkes. Muss es nur das eine oder das andere geben? Nein, natürlich brauchen Menschen verschiedene Zugänge, sich ein und demselben Thema zu nähern. Das, was Kirsten Ortwedt macht, ist etwas, was in der avantgardistischen Denkmalkultur einfach seit 40 Jahren nach und nach etabliert ist. Und das ist das, womit Nicolai dann auch spielt. Er greift es auch auf. Er nimmt bestimmte Denkmalformen und wendet sie ganz anders an. Und wie sollte es anders sein, wenn man sich dem ultimativen Antihelden widmet, also dem Deserteur. Das ist ja überhaupt nichts mehr von traditionellen Heldenverständnissen. Er macht etwas ganz Neues. Er nimmt eigentlich nur den Sockel und wir gehen darauf und wir lesen das Gesicht und wir verstehen, wie einsam man dann sein konnte, wenn einem die Gesellschaft nicht hilft. Und wir tun das an einem Platz, der ja machtpolitisch so wie kein anderer in Wien wirklich aufgeladen ist. Und wir überlegen uns, nehmen die Politiker hier uns wahr, das Denkmal wahr und nehmen sie die Meinung Andersdenkender wahr? Wie gehen wir mit Andersdenkenden um? Ob es die Omas gegen rechts sind oder Impfgegner, hören wir denen zu? An diesem Platz, wo wir auch noch
daran erinnert werden, dass Hitler da seine Rede gab, dieser Balkon, der ja auch sehr aufgeladen ist. Das ist also ein historisch aufgeladener Platz, der wirklich die Geschichte mit der Gegenwart auch verbindet. Finde ich ein sehr spannendes Werk. Denkmäler in Demokratien sind immer nur Denkanstöße. Die wollen nicht alles leisten, die können nicht alles leisten und sie erlauben auch Nutzung side by side mit etwas anderem. Sie verstehen, dass die öffentlichen Räume voll sind und dass man andere Sachen auch zulassen muss. Sie kennen das Denkmal, wahrscheinlich das Schlüsseldenkmal im 9. Bezirk. Das ist ja aus einer privaten Initiative gewachsen, wurde dann ein Verein, hat dann aber auch kommunalpolitische Unterstützung bekommen und ist sehr verankert in seinem Kretzel. Das hat ganz viel ausgelöst, auch jetzt wird die Straße beruhigt und es kommt ein weiteres Erinnerungszeichen hervor. So kann demokratische Erinnerungskultur aussehen, die kann von unten wachsen und etwas passiert, aber wiederum muss sie nicht. Wir brauchen genauso Institutionen wie Kür, wir brauchen vielleicht auch nationale Initiativen, wir brauchen Wettbewerbe. Wir haben eben, die Demokratie ist ja schwer, ist ja auch viel Arbeit, aber das brauchen wir eben auch, wir brauchen verschiedene Lösungen. Und wir brauchen nicht nur Erinnerungszeichen, die an etwas Schreckliches erinnern, an die nationalen Verbrechen. Wir brauchen auch Plätze, wo wir zusammenkommen können und sein dürfen und bei denen wir uns begegnen. Gerade im Internetzeitalter, gerade in einem so polarisierten, in einer polarisierten Zeit, brauchen wir eben auch Plätze wie diese, wo man sich begegnen darf und so weiter. Zum Tisch der Menschenrechte. Das ist natürlich thematisch, aber auch formal ein demokratisches Denkmal. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht weiter erklären hier. Und es fordert uns auch einiges ab. Also wir sind ja die Hüterinnen, und zwar der Menschenrechte, aber auch des Denkmals. Es ist auch an uns, das zu pflegen. Dazu hätte sonst sicher Elke auch noch mehr erzählt, ein anderes Mal sicherlich. Aber wir sind auch die Nutznießer. Wir sind die Nutznießer dieses Denkmals. Wir dürfen da uns hinsetzen, uns ausruhen. Wir dürfen uns bekannt machen mit dem Werk. Wir dürfen auch einfach nur Lunch essen und den Tag genießen. Aber das ist kein Feel-Good-Raum. Das ist es nicht in sich. Denn bei dem Denkmal wird auch sehr viel erzählt, wie schwierig es war, die Menschenrechte durchzusetzen. Und es gibt dieses Fragezeichen, vielleicht hyperpädagogisch eben zu fragen, naja, ganz sicher ist es nicht. Und es gibt jetzt auch einen Stadtraum mit dem Denkmal für Markus Oberfumer, der ja auch noch etwas anderes sagt. Das ist also im Chantal Mouffe-Sinne wirklich ein Dissensraum, der sagt, passt auf, es ist an uns, wir brauchen Streiträume, wir brauchen diese Hinterfragung, denn nicht alle finden Platz am Tisch der Menschenrechte. Manche werden durch Polizeigewalt, finden den Tod durch Polizeigewalt auch in unseren Demokratien. Das ist nichts, was wir auslagern können. Aber das ist natürlich ein Raum, der sich für Demonstrationen anbietet. Und das demokratische Denkmal hat nichts dagegen, diesen politischen Demonstrationsraum zu bieten. Sowohl das Deserteursdenkmal als auch hier beim ukrainischen Nationaltag. Auch jetzt ist ja gerade wieder etwas. Aber es bietet eben auch von Kinnicke Mulder organisierte Schachspiele jeden Freitag an, wo man eben wieder, wie bei der Diana Fountain in London, auch zusammenkommen kann. So, vielleicht noch ganz kurz ein paar Sachen, die mir wichtig sind hier in diesem Forum. Ich glaube, wir brauchen ein Vertrauen in die Kunst. Also was wäre gewesen, wenn man dem Olaf Nikolai etwas mehr Zeit gegeben hat und Ressourcen vielleicht, dass das Beton wirklich so blau wäre, wie er sich das gehofft hätte, dann, wenn man jetzt zum Beispiel einfach einen Folder bereitstellen würde mit Informationen, das ist ja etwas, was geplant ist und leider nicht stattfindet, würde das helfen, dieses Denkmal zu erklimmen, weil viele haben davor immer noch eine Scheu. Wir brauchen... Also toxische Denkmäler werden ja oft zu Protestorten, den sollte man vielleicht Gehör verschaffen und nicht nur in einer einmaligen Sitzung mit 70 Teilnehmern drei Stunden lang, sondern wirklich diese Proteste auffangen und denen begegnen. Und das ist etwas, was ich in meinen Denkmalgesprächen diesen Sommer einfach gelernt habe, dass das A und O der Demokratie ist einfach Dialog. Wir müssen einander zuhören. Wir müssen also eine Absage dem traditionellen Denkmalverständnis erteilen. Und wir müssen aber auch mal
überlegen, dass das, was wir da in den Raum stellen, nicht für ewig sein muss und wir müssen davon wegkommen, dass es unveränderlich sein muss. Ein ganz konkretes Beispiel, in Hernals gibt es ein Denkmal, das von vielen geschätzt wird, aber auch dennoch als verpasste Chance begriffen wird. Ganz einfach, weil dieses Alois-Winkelhaus nichts aussagt. Es sagt nicht, wie Widerstand geleistet wurde, wer dieser Mensch war und so weiter. Die Menschen, mit denen ich gesprochen hatte, hatten ganz tolle Ideen, wie man das auch ganz leicht ändern könnte. Mein Vorschlag wäre, warum nicht einfach das Künstlerduo nochmal einladen und ihnen diese Chance geben, im Gespräch mit den Hernals dann dieses Denkmal zu verbessern. Also denken wir uns, das Denkmal hatte seine Probezeit im öffentlichen Raum und darf jetzt noch einmal erweitert und verbessert werden. Ich glaube nicht, dass das die Künstler unbedingt ablehnen müssen, aber wir müssen wegkommen vom Geniekult und dieser Idee, das ist einmal dahingesetzt und das bleibt jetzt so. Wir brauchen neue Orte der Vermittlung. Das berühmt-berüchtigte Konzept in Enthüllt in Berlin-Spandau ist einmalig in der Welt. Das kann gerne wiederholt werden, gerne in Wien. Das ist ja ein Ort, wo eben problematische Denkmäler gesammelt und vermittelt werden, ein Museum. Ich biete ein konkretes Bewohner für einen konkreten Ort an. Ich glaube, das wäre ganz spannend. Das hat auch nichts mit Cancel Culture zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, wo historische Kontextualisierung und Vermittlung wirklich sinnvoll und möglich ist. Mein Appell an die Politiker in Wien, macht mehr als die Berliner, schafft da gleich noch einen Ort, in dem man auch temporäre Installationen sammelt und der Forschung und auch der Vermittlung zur Verfügung stellt. Ruth Beckermanns Missing Image, das Hausfrauendenkmal. Wenn ihr könnt immer noch innovativ sein, wenn ihr das wiederholt. Das ist aber nichts Schlimmes, dieses Konzept noch einmal zu benutzen. Wie gesagt, es gibt nur einmal und es gibt unzählige Denkmäler. Existierende Denkmäler werden bildungspolitisch genutzt, auch oft kommunalpolitisch gefördert, gut so. Ihr könnt aber sehr, sehr viel mehr machen mit euren Denkmälern, sowohl zur Hinterfragung, Befragung, aber auch um sich mit dem Grätzl zu identifizieren. Denkmalschutz ist eine Sache, über die wir vielleicht in der Diskussion sprechen müssen. Da gibt es auch ziemlich viel, was uns eigentlich das Leben sehr, sehr schwer macht und auch eine Machtsetzung gleichkommt. Und die Frage ist natürlich, gibt es auch Möglichkeiten, vielleicht am künstlerischen Prozess teilzuhaben? Das ist bisher eigentlich noch nicht geschehen. Darüber könnten wir vielleicht auch sprechen. Care hatte Elke vor, können wir auch diskutieren. Ganz zum Schluss möchte ich noch in die aktuelle Loeger-Denkmal-Debatte ganz kurz etwas sagen. Der Kulturstadträtin möchte ich entgegnen, wir leben in gereinigten Städten. In dieser Stadt wurden gerade die Spuren jüdischer Wienerinnen getilgt. Und zwar nicht nur in der sogenannten schlimmen Zeit und von den Nazis, sondern auch in den 60er und 70er Jahren bis in unsere heutigen Tage wurden jüdische Spuren getilgt, zum Beispiel ganze Palais. Und Frau Kulturstadträtin, die Lehrstelle, und da muss man vielleicht nochmal seine Hausaufgaben machen, ist eine ikonografische Erneuerung in der Kunst, tragischerweise eine Innovation, die direkt aus dem Holocaust resultierte, aber eine sehr wirkungsvolle ist. Es war gerade die Auseinandersetzung mit den schrecklichen Hinterlassenschaften des 20. Jahrhunderts, die zur Neubeschäftigung mit dem Genre und dessen Erneuerung führte. Neue Ikonografien bildeten sich heraus wie die Leerstelle, um den Verlust, die schmerzhafte Leere auszudrücken, die der Völkermord an den europäischen Juden bis heute hinterlassen hat. Und diesen Verlust schmerzhaft nachzuempfinden, sollte für jede demokratische Politikerin eine Selbstverständlichkeit sein. Mit Denkmalentfernung oder Setzung enden nicht Antisemitismus, soziale Ungleichheit oder frauenverachtende Morde, wie hier erinnert in der Nussdorfer Straße. Aber sie stellen Forderungen, diese Probleme anzugehen. Demokratische Denkmäler zielen auf Veränderungen ab. Jede Denkmalsetzung muss über Symbolpolitik hinausgehen. Vielen Dank. Ich habe jetzt gehört, dass es nur ein Mikro gibt, wir müssen uns jetzt irgendwie teilen. Wir haben geplant, dass nach jedem Vortrag gleich eine Möglichkeit ist für Fragen und Antworten und ich würde
gerne das auch ans Publikum geben. Zuerst möchte ich mich sehr bei dir bedanken, dass du das, dass es sich so gekürzt hat. Ihr wisst nicht, vor 3 Tagen war das noch doppelt so lang, dieser Vortrag. Aber ich finde, es ist sehr berührend. Danke für deine Inputs. Und ich habe jetzt gleich die erste Frage vom Nikolaus Kunrad. Ich muss auch dazu sagen, Nikolaus Kunrad ist ein Kollege von mir. Er arbeitet auch im Gemeinderat und beschäftigt sich sehr viel mit Erinnerungspolitik. Und vor allen Dingen das Deserteursdenkmal hat er auch lange begleitet. Ja, danke. Beim Deserteursdenkmal war es vor allem die inhaltliche Konzeption und Voraussetzungen, die wir mit Olaf Nikolai hier da gehabt haben. Der Platz war ja ein Zufall und keine Absichtlichkeit, wie immer man das sehen mag. Aber das war eine positive Geschichte und das muss man auch immer mit beachten. Es hat sich niemand anderer getraut, jemals diesen Platz vorher anzugreifen, sozusagen. Übrigens, Olaf Nikolai wollte zu Beginn nicht, dass Personen, die das Denkmal sozusagen innerlich widerstrebt, auf dieses Denkmal steigen. Und wir sind seit vielen Jahren an der Überlegung, wie man dieses Denkmal besteigen kann, wenn man Barrierefreiheit schaffen möchte. Das Denkmal hat nämlich einen großen Nachteil. Es können zwar alle, die gesund, jung und munter sind, auf das Denkmal steigen, wenn man aber so Botschaft wie ich ist, geht das schon nicht mehr. Und wenn man eine Behinderung hat, die gröber ist, kann man gar nie das Denkmal voll umsehen. War auch mal die Idee, das Denkmal schräg zu stellen und, und. Es gibt noch ein paar sozusagen Dinge, die dabei wichtig sind. Was mich 2 Fragen stellen lässt, Anja. Das eine ist, plädierst du, dass es nur Denkmäler für befristete Zeiten gibt? Also sozusagen, die nur die Aktualität ergeben? Und wie siehst du, also es gibt ja großen Widerstand gegen diese Berlin-Geschichte, von denen, die ein bisschen kritischer der gesamten Haltung des Denkmals ins Museumsgeschichte sind und sagen, das geht ja nicht und das schaut ja fürchterlich aus und da ist unkontextualisiert und es gibt zu wenig Platz. Also hier geht es jetzt in Berlin konkret um das Pferd, um das Nazi-Pferd. Wie siehst du diese Chance, dass man diesen Raum, den man dann schaffen muss, also diese Halle zum Beispiel in Berlin, aber halt in Wien dann auch irgendwo, ist ja wurscht, wo das dann steht, dass die aber auch genutzt wird. Also dass das nicht zum Lager wird, wo dann irgendwas steht und da kannst du dann am Sonntag zwischen 7 Uhr früh und 8 Uhr früh das anschauen gehen, also quasi nie. Oder gibt es, oder wie gehst du damit um, dass das dann dort heißt? Da braucht es ja auch dann noch eine Kontextualisierung, über die wir dann wieder wahrscheinlich streiten, was da dabei steht. Ja, also absolut bin ich überhaupt nicht dafür zu sagen, etwas sollte nicht von vornherein, also ich bin nicht dafür, dass wir nur temporäre Werke aufstellen, sondern ich glaube schon, dass unsere Zeit, dass es einen Mangel gibt, selber Setzungen zu machen. Und ich glaube, dass das ein Erstarken von rechtsradikalen Parteien in ganz Europa ermöglicht, dass sich linke oder Mitte-Parteien auch nicht anscheinend befähigt sehen, nur gegen etwas zu sein, sondern eben Position zu beziehen. Und ich glaube, das Gleiche kann man auf Denkmäler übertragen. Wir müssen auch an etwas glauben. Und das kann vielfältig sein. Und das muss auch Identifikationsangebote schaffen. Dass wir auch erstmal davon ausgehen müssen, dass die eine Zeit lang da stehen sollen. Und also eine Zeit lang meine ich ein paar Jahrzehnte oder so. Gleichzeitig gibt es nun mal das Bewusstsein, dass nichts für ewig ist. Das ist uns, der gesamte erweiterte Kunstbegriff geht darauf hinaus. Das sind die Erfahrungen von 2 Weltkriegen, von den Ideologien, die missbraucht wurden. Es geht gar nicht mehr, dass wir daran wirklich glauben, dass es ist etwas, was für immer da stehen soll und muss. Aber darauf kommt es auch erstmal nicht an. Berlin, ich glaube, das funktioniert sehr gut, weil das ja auch ein Museum ist, das aus verschiedenen Gründen besucht wird und nicht nur wegen dieser einen Halle. Und auch das kann man ja machen. Ich glaube, dass ich eben, es gibt ja solchen Denkmaltypus von Südafrika bis Kiruna bis Canberra. Also den finden wir überall. Die Probleme sind auch in den Gesellschaften ganz ähnlich. Wenn man dieses Konzept also nochmal aufgreift und ermöglicht, dass dort eine Kontextualisierung stattfindet und das passiert in Berlin-Spandau, dann kann das total spannend sein. Und da dürfen ja auch diese Denkmäler weiter berührt werden und man kann sich damit auseinandersetzen. Und das zeigt ja gerade im Zusammenspiel, die sind ja nicht alle toxisch, die in Berlin versammelt sind. Manche haben sich auch einfach nur erledigt. Das ist ja auch spannend zu sehen. Und
diese Zusammenschau dann von diesen Sachen und die ganz interessanten Geschichten, wo diese Denkmäler dann mal vergraben wurden und wieder ausgebuddelt und so weiter, das ist ja super spannend zu, das ist ja super spannende Geschichtsvermittlung, das ist ja fast wie ein Geschichtsmuseum auch. Also ich glaube, das kann man, und dass man das diskutieren muss, wie man das vermittelt, wie im Museum auch, da haben wir ja auch kein Rezept für immer, sondern es wandelt sich ja auch stetig. Danke. Barbara und dann. Ich fand. Also, es wird mitgeschnitten. Wenn ihr nicht wollt, dass mitgeschnitten wird, dann sagt das, dann tun wir das raus, erstens. Zweitens, deshalb sind auch die Mikrofone notwendig, damit man dann am Film auch den Text, den ihr gesprochen habt, weiß. Danke, tut mir leid. Kein Problem, ich bin auch eine öffentliche Person, Bezirksrätin der Grünen im 4. Bezirk und Barbara Neuroth. Wir haben zwei Dinge, die ich, also ich fand sehr, sehr gut deinen Impuls, oder deinen Input, dass halt sich jetzt einfach Denkmäler, also sagen, mir war das nicht so bewusst. Ja? Und man muss sich natürlich mit dieser Kunst im öffentlichen Raum halt schon intensiv auseinandersetzen, weil die modernen Denkmäler halt inzwischen ohne Erklärung schwer lesbar sind. Ob das jetzt die Ruth Whitehead ist mit der verkehrten Bibliothek am Judenplatz oder eben das X. Ja? Und wie kam ich auf dieses X vom Deserteursdenkmal? Also nicht nur, weil die Grünen das ja schon ewig thematisieren, dass den Deserteuren endlich ein Denkmal gesetzt werden soll und musste und das halt dann Gott sei Dank passiert ist, wie schon ganz viele tot waren und deshalb keiner mehr sozusagen nachträglich ihnen gedenken kann jetzt oder halt nur so, aber lebende Personen sind da nicht wirklich in den Genuss gekommen. Aber wir haben zum Beispiel im 4. Bezirk etwas, wo wir uns schon überlegen, dass das ein Folgeprojekt wäre. Das ist nämlich der Wehrmachtsgerichtshof und das ist in den letzten 10 Jahren gescheitert, weil man dort keine Parkplätze opfern will. Ja? So simpel. Ja? Es gibt halt keinen Platz, dass man dort was macht. Und es wäre halt schön, weil das eben auch sozusagen mit zu diesem X-Symbol des Deserteursdenkmal passen würde. Und meine Idee ist halt jetzt, die Stadt verändert sich. Es gibt jetzt mehr Platz zusehends oder man muss sich diesen Platz halt offensiver nehmen. Und so wie halt damals, also diese Parallele, es wurden Plätze geschaffen und dann muss dort ein Denkmal stehen, dass wir jetzt sagen, okay, nehmen wir uns diesen Raum, weil jetzt halt weniger Parkplätze notwendig sind, weil immer weniger Autos sind und machen wir bewusst mit diesem Platz einen Gedenkraum und einen öffentlichen Raum mit der neuen Kontextualisierung, das kann auch nutzbar sein. Ja? Und das finde ich klug oder ich denke, es wäre ein Ansatz, wie wir Grüne damit umgehen sollten. Und das andere, was ich noch anmerken will, weil du das eben auch gesagt hast, neue Denkmäler, in Berlin gibt es den Mauerradweg. Also in Berlin war ja auch die Diskussion und die Grünen waren da sehr daran beteiligt, dass ich gesagt habe, na, die Mauer kann man nicht einfach tilgen aus der Erinnerung. Also da war ja Cancel Culture, da hat es sogar einen Begriff dafür gegeben. Ne? Aber und jetzt gibt es einen Mauerradweg, der auch eine neue Form des Erinnerns und Gedenkens ist. Und das finde ich auch ein gutes Beispiel. Ich wollte das irgendwie ein bisschen anbringen. Aber ja. Nein. Genau, also vielleicht ist die Mauer auch gar nicht so ein schlechtes Beispiel in der hitzigen Debatte, die wir hier haben. Manche Sachen kann man auch nicht so gut stehen lassen. Man kann sie aber trotzdem erinnern und man kann neue Wege finden, sie zu erinnern. Dann die Frage, ob die neuen Denkmäler schwerer lesbar sind als die alten. Ich gehe mit meinen Studenten immer hier hin. Berzelius sollte eigentlich vielen Schweden bekannt sein, wenn wir jetzt einen Kulturkanon kriegen. Vielleicht wird er das ja auch wieder. Aber die wissen nicht, wer das war. Also das hat ja auch nur eine gewisse Haltbarkeitsdauer. Wann, also Goethe und Schiller, selbst wenn wir ihn nicht lesen, haben wir vielleicht eine Ahnung. Aber viele der bürgerlichen Repräsentanten sind uns ja auch nicht mehr bekannt. Und ohne eine Texttafel können wir die auch nicht wirklich lesen, außer dass wir wissen, da ist ein weißer Mann geehrt.
für irgendwas. Also von daher denke ich, in jedem Fall braucht es irgendeine Vermittlung oder irgendeine Bereitschaft, wahrscheinlich sich was anzusehen. Und ja, wir müssen uns Räume nehmen. Und es fehlt die Hälfte der Menschheit in der Repräsentation. Das muss ja irgendwann mal ausgeglichen werden. Also vor der nächsten Frage sage ich noch, in Wien gibt es 283 Denkmäler von Männern, also die Männer repräsentieren, und 14 die Frauen repräsentieren, ja, in ganz Wien. Und das war eine Anfrage, wir haben das Ganze auch für Gedenktafeln gemacht, da ist es noch schlimmer, Gedenktafeln sind 583 ungefähr. Und wie viele Frauen? 11. Also so viel zur Repräsentation und Geschichtsfälschung im öffentlichen Raum. So, es sind noch einige Fragen. Du hast schon lange nicht gemeldet. Sagt immer den Namen dazu, damit es aufgenommen wird. Danke. Ich heiße Michael Landesmann, habe mitgemacht bei dem Verein, mache auch noch immer mit, bei dem Verein Servitengasse 1938, die dieses Schlüsseldenkmal gemacht haben. Ich wollte Folgendes sagen, für die Holocaust-Denkmäler ist ja auch immer wichtig die Erinnerung an die Opfer. Und da gibt es so Denkmäler, wo die Namen eine besondere Rolle spielen. Gerade deswegen, weil für die Holocaust-Opfer ja keine Gräber meistens, also es keine Gräber gibt, nicht meistens, sondern immer gibt. Und da, sowohl beim Schlüsseldenkmal spielen die Namen eine große Rolle, als zum Beispiel auch bei diesem Denkmal vor der Nationalbank, wo auf den Tafeln die Namen der Opfer dargestellt werden. Und da ist schon damit verbunden, dass es eben eine ewige Erinnerung an die Namen gibt und die Opfer gibt. Und insofern ist doch etwas Ewiges da ein sehr wichtiger Bezug. Du willst auch noch was fragen? Ich würde jetzt sagen, wir sammeln Fragen und dann kann sie antworten, weil wir haben ja noch mehr Vortragende. Und damit die alle noch in der Zeit drankommen, würde ich bitten, dass wir, also dass manche Fragen werden sich vielleicht wiederholen, wenn wir andere Denkmäler sehen, aber dass ihr noch überlegt, ob es was gibt, was ganz spezifisch nur die Tanja jetzt im Zusammenhang mit ihrem Vortrag beantworten kann. Du wolltest auch noch was sagen, ich habe es gesehen. Ja, Josef Dreier, Bezirksrat im ersten Bezirk. Daher betrifft uns auch in erster Linie das Denkmal, was wir vorher gesehen haben, vom Bürgermeister Lueger. Meine Frage wäre, diese Ästhetik des Denkmals oder dieser Denkmäler mit den Statuen, erhöhten Statuen, ist ja immer eine ehrende Ästhetik, die ohne jeglichen Text sofort auffällt, hier wird jemand geehrt. Es ist das Zauberwort auch bei uns immer wieder Kontextualisierung. Meine Frage wäre, wer bei solcher Ästhetik, mit dieser Ästhetik, ist da eine Kontextualisierung überhaupt möglich? Das heißt, du wirst es nach der nächsten. Okay, super. Ja. Ich möchte Ihnen einen ewigen Namen geben, ist natürlich ein Grundprinzip der meisten Holocaust-Denkmäler und deshalb meine ich auch zu der Frage von Herrn Kunrath, ist natürlich nicht, also ist ja gerade für mich auch ganz bewusst, dass manche Dinge von uns jedenfalls intendiert sein müssen, dass sie für immer dastehen. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht. In dem Fall glaube ich das nicht. Ich glaube, habe Vertrauen in die Kunst und es kann sein, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Ich glaube, im Fall des Ehrendenkmals am Stubentor ist das nicht möglich. Wer genau hinsieht und das Denkmal lesen kann, und das konnte mein 15-jähriger Sohn, als ich mit ihm da war, könnte vielleicht denken, das Denkmal entlarvt sich selber, wenn man mal wirklich rumgeht, wenn man die Reliefs liest, wenn man die Allegorien lesen kann und den eitlen Fratz oben auf dem Denkmal sieht. Ich glaube, dass es nicht möglich und auch nicht nötig ist, daran festzuhalten oder es künstlerisch zu kommentieren. Ich habe überhaupt Schwierigkeiten, warum der Mut fehlt,
eine längst überfällige Entscheidung hier zu treffen. So ja, das sind also Personendenkmäler, das ist etwas eine andere Kategorie als Mahnmale oder Holocaust-Denkmäler, sind Ehrenbezeugungen. Und da ist grundsätzlich das, also meine Antwort wäre nein. Ich würde immer noch glauben, dass es vielleicht künstlerische Lösungen gibt, die mich überzeugen könnten. Ich würde aber darauf keine Kraft und Energie und Geld verschwenden, weil ich glaube an ein anderes Konzept. Das wäre meine Haltung in der Frage. Gut, Marion, willst du jetzt noch was sagen? Ja, bitte. Ich heiße Marion Dvorak. Ich bin nicht nur aktiv im KZ-Verband Wien, sondern auch in einem Roma-Verein. Und als Romni bin ich natürlich mit Formen von Denkmälern auch interessiert. Dieses Lueger-Denkmal, das momentan so aktuell besprochen wird und nicht nur jetzt gerade, weil dieser Zaun rundherum steht, würde ich halt einmal sagen, ich suche auch nicht im Mistkübel, ob ich noch was finde, Abendessen zuzubereiten. Und dieses Denkmal könnte wirklich in eine Halle kommen. Dort kann man drüber reden, wenn man unbedingt möchte. Man muss es wahrscheinlich nicht einmal. Ich habe gelesen, diese Konstruktion stellt andere Dinge dar, wo Lueger auch noch erwähnt wird. Unter anderem die Kirche im Zentralfriedhof. Da sollte man vielleicht auch nachdenken, ob man in irgendwelchen Foldern oder Fremdenführern sie wirklich als Lueger-Kirche bezeichnen möchte. Sie ist dem Karl Borromeus geweiht und Kirchen werden nicht nach Bürgermeistern geweiht, sondern nach irgendwelchen Heiligen. Man muss so etwas nicht künstlich am Leben erhalten. Wir wünschen uns seit vielen Jahren ein offizielles großes Denkmal für die Roma-Opfer des Holocaust, denn es gab im Holocaust mehrere Opfergruppen, manche sehr vergessen. Darum quälen wir uns jetzt schon seit langer Zeit. Es gibt ein paar Orte des Erinnerns für Roma. Begonnen haben wir im 22., dann waren wir im 10., wir nähern uns ein bisschen der Stadt, aber ein offizielles, großes, anständiges Denkmal fehlt bis heute. Bei der Namensmauer wurde leider verabsäumt, dass es mehrere Opfergruppen gab. Kontextuierung ist heutzutage relativ leicht möglich mit QR-Codes, die man ständig neu befüllen kann. Das kann bei jedem Denkmal sein. Man muss nicht große Tafeln haben, man scannt den QR-Code mit seinem Handy und kann Hintergrundinformationen erhalten. Solche Dinge sind sehr leicht umsetzbar, werden aber nicht gemacht. Weil es mich noch so wurmt, möchte ich noch das Denkmal für die homosexuellen Opfer ins Spiel bringen. Das wird jetzt gerade zum dritten Mal ausgeschrieben und wir schaffen es einfach nicht, ein Denkmal für die Opfer, die homosexuellen Opfer in Wien irgendwo aufzustellen, weil es immer an irgendwelchen Lächerlichkeiten scheitert. Es fehlt nicht die Möglichkeit, es fehlt nicht die Kunstsinnigkeit, es fehlt einfach der Wille. Man muss es sagen, wie es ist. Und ich fürchte, ich bin noch nicht fertig für heute.